Okay, ich muss es mir jetzt irgendwas ausdenken. Ich denke, ist das gut, Chat? Natürlich ist das gut. Okay, Ah, okay, das war nicht gut. Ja, gut, ich, how the fuck? Alter Schwede, aber ich weiß schon den Großteil, wie ich es machen soll. Ja. Oh mein Gott, ich werde verprügelt. Ich werde sowas von verprügelt. Ja. Oh nein, das war falsch. Ich darf ja nichts sagen, so wirklich. Machen wir hier nochmal. So. So. Wo soll der Mund sein? Ist der Mund hier? So? Was hat er für eine Nase, Bruder? So? Hat er so eine Nase? Oh. Aber was haben die denn für Ohren? Haben die so welche Ohren? Und wie soll ich das malen, Alter? So. Er ist sehr glücklich, ja? Er ist sehr, sehr glücklich. Jetzt noch so. Warte, wo haben wir das denn? Ich würde sagen hier, ja. Oh mein Gott, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Fuck! Sagen, mach mal so. Nein, das wollen wir nicht! Nicht so! Oh, das war ein Fehler. Nein! Oh mein Gott, ich hab verkackt. Nein! Okay, eigentlich wollte ich es noch schöner machen. Ich hab leider verkackt. Was ist das? Achso. Du musst die Szenerie jetzt beschreiben, ne? Ja. Ja, Junge, beruhig dich. Okay, komisches Bild, aber ich hab beschrieben, was ich sehe. Okay. Dito? Das Geist ist sowieso eigentlich immer zum Ende erst, wenn aufgelöst wird, was alle geschrieben und oder gemalt und gedacht haben. Das ist das Geilste, ja. Dankeschön für eure Subs und herzlich willkommen bei den VIP-Ziegen. Wie? Okay, warte, wir greifen auf unser altbewährtes Muster zurück hier. So. Ne? Damit man weiß, wer das sein soll. Das müsste eigentlich, glaube ich, so erkennbar sein. Bei mir natürlich auch. So. Ja. So. Alter, das sieht echt, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil aus. Das sieht ziemlich, ziemlich geil aus. So. Warte. Mach den noch schöner hier. So. So, perfekt. Perfekt, oder? Ja, perfekt wie immer. Ich muss sagen, die Muchachos, die finden meine Zeichnung sehr, sehr, sehr gut. Pass auf, bis sie meine Zeichnung sehen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ach du Scheiße, das kann nur von Deko kommen. Andy, der hat aber Bart, das kann nicht Deko sein. Was? Also, das hört sich jetzt zwar komisch an, aber so sah das jetzt für mich aus. Also, ich weiß nicht genau, was ich da jetzt gerade beschrieben habe, aber... Ja. Was? Okay. So. Was gibt's noch so für Noten? Also, wenn der Ziegenmann sehen würde, was ich gerade mache, dann würde er mich totschlagen wahrscheinlich. Ich bin so ein Meister, ohne Scheiß. Ich bin eigentlich so ein Philosoph. Ich bin einfach so krank gut. Ich muss einfach jetzt mal gerade selbst Props. Du weißt aber schon, dass du gerade malen musst, ne? Ja. Warum bist du dann ein Philosoph?
Weil ich ein künstlerischer Philosoph bin. Ja, okay. Gut. Man kennt ihn, ne? Man perfekt, kennt oder? Ihn, der gute alte künstlerische Philosoph. Ach so, ich habe eine Sache gar nicht gelesen. Perfekt, und das ist oder? Das Wichtige. Das sind doch meine Zeichenkünste, was soll ich machen? Aber man erkennt's. Stoff hat zu malen. Oh mein Gott, ey. What? Mach mir lieber so. Was steht da? Das sieht... Ich würde sagen, Kindergarten? Es könnte Deko wieder sein. Bin gespannt. Oh, Alter! Das war jetzt aber knapp hier von der Zeit. Also erstmal machen wir das, den Hintergrund weg, ne? Man kennt ihn. Und jetzt? Hat hier irgendwer mit dem Handy was eingetippt und der Autokorrektur-Typ hat aus Deko Dingo gemacht? Oder soll hier Dingo drinstehen? Dann sollst du wohl ein Dingo, ne? Dann sollst du wohl ein Dingo machen. Wie? How the fuck? How the fuck malt man ein Dingo? Was ist ein Dingo? Ist das so ein Hundviech? So. Ah. Ich mach mich mal wieder als Mutanten, man kennt ihn. Das ist einfach so eine typische Zeichnung schon von mir. Boah, wie scheiße, wieso wollen wir das denn zeichnen? So. Ausfüllen. Ich hab dann nehmen wir das gleiche. Aber ich glaube, das kann man erkennen. Eil dich, Marvin, die Zeit ist gleich vorbei. Ich brauch was Dickes, ich brauch was Dickes. Hallo, nein, nicht so! Nein! Ach, wenn du was Dickes brauchst, dann kannst du hier nachfragen. Mach mal so. Ich hab's noch fertig bekommen. Alter, ganz, ganz knapp. Sehr knapp. Alter Schwede. Ja. Ey, wer zeichnet dann wieder sowas? Ja. Okay, ich tausche mal unsere Rollen. Hast du irgendwas mit 14? Weiß ich nicht. Ich glaube, es wurde die ganze Zeit hin und her getauscht. Hast du auch schon getauscht? Okay, jetzt kommt der letzte, ne? Ja. Hä? Okay, das wie soll ich das machen? Ist das... Okay, machen wir mal wieder so. War das nicht dieses Viech hier? Dieses von der Sesamstraße? Ach, hast du irgendwas von Elmo jetzt? War das nicht dieses Vogelfiech? Elmo? Ja. Ja, das war der Rote. Wer ist der Rote? Ah, das war so auch so ein kleiner... Okay. Und jetzt, boah, jetzt wird's lustig. So. Ja, wir machen das mal sehr, sehr pervers hier ein bisschen, ne? Sehr pervers. Ah, das fehlt auch noch. So. Junge, das ist so unfassbar, wie ich male, Alter. Wie male ich das Ding? Das sieht nicht mehr aus wie das, was es werden soll. Wie male ich das Ding? Ich weiß nicht. So, perfekt, oder? Perfekt. Jetzt geht es los, meine Freunde. Jetzt geht es los. So, was hat er nicht? Deco is tiny hamburger new mix-a-lot slash veggie. Hallo, okay, das Bild habe ich bekommen, glaube ich. Das ein Opa-Lama mit grauen Haaren ist tiny burger. Ein Opa-Lama. Man ist burger und geht mit Hund Gassi. Oh, geil. Man ist Hundeburger. Hundeburger. Oh, Pat hat wieder gut gezeichnet. Ich wollte gerade sagen, er hat aber die Zeichnung abgenommen. Das ist Deko. Nee, doch nicht. Wo war denn Deko? Warte mal. Hab ich da drin gemalt in dem Ding? Hast du gar nicht. Alter, das ist ja auch schon wieder schnell eskaliert. Hä? Ich dachte wirklich, ich hab dir nur geschrieben. Beschrieben habe ich. Ich hab ja, das geschrieben mit Opa Lama, glaube ich. Ach, ja, du wunderschön. Warst das. Ja, stimmt, du warst ja, das Opa Lama kam von mir. Beste Idee, oder? Beste Idee. Wie? Ja, also mal, das sah dieses Menschen, wo ist es hier? Das, also dieser Mensch sieht aus, als hätte er so Hufbeine. Das sieht aus wie so ein Pferdekörper oder ein Lama-Körper. Ah. Oh Mann, ey. Deswegen okay. Opa-Lama. Schau mal, was Deko geschrieben hat. Florence B. Lynch Pinner Right a Towel Finer Mover. Fulix, sehr schön Deko gezeichnet, die muss ich sagen. Deko von Moen Ray Tender Spinner attackiert. Aber das Flötenspielende ist weg. Ja.
Deco freut sich sein Mörder zu sehen. Deco ist fly wie ein Mörder. Da habe ich auf jeden Fall auch was gemalt. Das wird noch sehr interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du gemalt hast dazu. Deco sieht eine Mörder und danach fliegt Deco aufs Maul. Ja, schau mal. Aufs Maul. Ja, perfekt, oder? Das hast du gemalt? Das habe ich gemalt. Das da oben rechts sieht aus wie Carpador. Easy. Aber die Zeichen wurden ja so schnell. Also die flötenspielende Spinne war geil, aber die hat leider nur. Die hat nicht eine Runde überlebt. Aber Fulix hat's geil gemalt. Star Wars Battlefront 2. Beste Zeichnung. Beste Zeichnung. Mom live streaming auf Strongs. Auf Strongs? Was ist das? Was soll Strong sein, Alter? Und so schnell wurde aus Marvin streamt live streaming Simulator. Ja, das passt schon mal ganz gut. Das passt, zum Bild passt das, ja. Ich bin immer der mit Cam. Ist auch eine Schleife. Ja, ich bin immer der mit Cam. Ah, das hab ich gemacht. Also, das beschrieben jetzt. Marboss ist schon auf Twitch Elmo zu wie dieser Lock. Da komm ich. Aber Elmo. Alter Schwede. Aber guck mal, so hab ich dich jedes Mal gemalt. Das war immer Marvin für mich. Ich aussehe, ey. Deko, bitte, ey. Oh, Pat, da freu ich mich drauf. Marvin Ho Deko mit einer Brad Fan. Oh, da mit hab ich auch Brad Fan. Was gemacht. Wieder die Schleife. Marvin Platz, Deco von hinten komplett weg mit einem Tenny. Ein Tenny. Warum war ich so ein Bart? First F Marvin. Wie sehen meine Haare aus? Wie sieht mein Mund aus, Alter? Guck mal, was ich gemacht habe. Deco inhale your goodness fall die flirts von Marvin. Du mieser Ficker, Alter. Aber... Ich hab's direkt wieder Deco first Marboss wins Gesicht und er findet es lecker. Oh, geil. Digga, was wir uns direkt hintereinander ausgetauscht haben, ne? Und er findet es lecker. Oh, geil. Deco is me fine pussy. Gefällt mir. Okay, das ist schon... Sehr einfach gehalten, aber es weiß auch jeder, was gemeint ist. Pussy? Was das ist. Was ist ein hässlicher Snons, Alter? Weiß ich auch nicht. Man mit Bart schockt nackte Frau in ihre Blume. In ihre Blume. Ja. Oh Mann. Ein Kerl mit Bart schenkt einer nackten Frau eine Rose. Ein liebender Mann schenkt seinem Geliebten eine Rose. Oh Mann, ey. Digga, richtige Zeichenkünstler am Start, Alter. Das ist wieder richtig schnell. Guck mal, aus Deko ist eine kleine Pussy, was daraus geworden ist. Voll die Twilight-Story, ey. Oh. Schon krass, ne? Ein Dreisacke, Josiah Kelkin, Mitch Left, ein Crab. Oder sowas kann man irgendwie besser malen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Geht eigentlich. Ein Dreieckig-Eichelkind mit Schleifenkrabbe. Alter. Ach, das hab ich bekommen! Tansendes Klongmensch mit Flieger hat Veal Fragen. Guck mal, das hab ich draus gemacht. Also, so hab ich's mir vorgestellt. Deco hat nie Hodenhose und singt laut ein, leid und ist verwirrt. Deko hat was? Eine Hodenhose, ist auch gut. Digga, verkauf einfach so Hodenhosen. Hoden Deko versucht zu sinnen, kann es aber nicht. Geil, ey. Ich fand meine Zeichnung am besten, muss ich sagen. Die finde ich von Neo und Diego finde ich aber auch ganz gut. Aber das gehört echt schon verkauft, muss ich sagen. Digga, wir müssen echt diese Haremshosen, Alter. Und da musst du nicht aus Stoff machen, sondern musst so ein Bild von so einem Hoden draufdrucken. Und schon hast du so Hodenhosen. Ah, schwierig. Sie schwierig gendern. Zu verkaufen, auf jeden Fall, ja. Ein Wort ist langweilig. Wir sollten einen ganzen Satz schreiben, Jungs. Was ist das? Sie gendern. Das warst du? Digga, da mit Fragezeichen darunter sogar noch, Alter. Digga, was ist denn? Der hat sie mal. Penisnase oder was?
Ja, so hab ich den Siegmann gemalt. Wow, Alter, wie schlecht. Ja, also der sieht auf jeden Fall besser aus, als du gemalt hast, Alter. Und ist Haus der Mundam Bluten. Was ist das für ein Ziegenmann, Alter? Deco in der Montag. Deco in der Montag. That's my Mondays. Ich vergessen aufzunehmen. Oh. Aber Alter, die Möwen dazu. Aber der Ziegenmann ist mir wirklich etwas missglückt. Oh, geil, ey. Weiter geht's. Marvin ist ein Ameisen-Sermer Dressing Pizza. Asime. Marvin ist eine Ameisen-Schwanz-Pizza. Eine Ameisen ist immer noch ziemlich nah dran, muss man sagen. Ja. Okay, ja. Aber jetzt nicht mehr, oder? Marvin vs. Stuttgartig. Ah. Okay. Schade. Marvin versucht Gartig von. Und cool, schon ist der Marvin mit raus, ja. Telefon. Was für ein Telefon, Alter. Guck mal, so sehe ich aus. Marvin schlag Telegen. Nee, Marvin, was hast du da für eine Nippel am Ellenbogen, Alter? Gute Frage, ja. Oh, ja, ich habe mich als einziger richtig gezeichnet, muss ich sagen. Pro Bonzi clapped Deco in R6. Na, gefällt mir. Never also. Happened. Okay. Marvin schlägt Deco ins Gesicht. Ins Gesicht. Das ist gar nicht so schlecht gewesen. Marvin ja. Schlägt Deco ins Gesicht. Bisschen übertriebener Wasser wieder. Ja, warum bin ich so sogar laufrig? Mit blauem Auge. Mar Bosser schlägt Dingo ins Gesicht. Ah, Dingo. Ah. Hasem der Lodged zeigt auf Ei. Zeigt auf Ei? Was? Hasime der Lauch zeigt auf Ei? Was? Deco ist aimed working. Oh, das wird mir gefallen. Guck mal hier, was ich geschrieben habe. Marvin guckt Deco beim Twerken zu. Er ist nicht gut. Ah, jetzt hab ich gemalt. Warum bin ich immer Hasime? Marvin schlägt Deco Hashtag move auf die Klangels. Auf die Klangels. Auf die Klangels. Was wird das? Man gibt Deco eine Bomb / Fuzzkies. Geil, Marvin macht ein Fuzzkissen unter Deco's Stuhl. Aber dass sie das erkennen, ey, what the fuck? Oh Mann, geil, ey. Also wieder epische Sachen dabei gewesen. Ich find's immer wieder geil, muss ich sagen. Ja, bei irgendeinem Bild habe ich dir nicht Hasime gegeben, sondern Toyota. Geile Geschichte, muss ich sagen. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich muss sagen, so ein paar Leute sind auch echt stylisch unterwegs, muss man sagen. Sehr talentiert, auch, ne? Sehr talentiert. Künstlerisch begabt. Auch.